So, die haben jetzt schon den nächsten Tag. Genauer gesagt, es ist heute Silvester. Und es ist auch jetzt schon kurz vor 6 Uhr abends. Ich habe heute einfach mal nichts gefilmt, weil ich irgendwie einfach müde war und einfach mal wirklich mal am Strand gelegen bin. Klar, schnorcheln ein paar Mal und ja, wirklich einfach mal nichts gemacht. Und wie war meine erste Nacht hier? Seltsam. Ich habe natürlich dann am Anfang ständig irgendwie was gehört und gesehen, was irgendwie gar nicht da war, also irgendwie komplett paranoid und das war dann einfach viel zu heiß. Ja, und um 4 Uhr bin ich dann mal auf Toilette gegangen und habe ihn dann nachher hingewaschen und beim Zurückgehen sehe ich bei dem Kasten, der unter dem Waschbecken hängt, so eine fette Kakerlake sitzt. Also die war wirklich so. Also wirklich so. Normalerweise so klein, ja, die gehen, aber die war sicher doppelt so groß wie normale, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich stand nämlich mal da und wusste nicht, was ich machen sollte, weil die eben an der Wand saß. Ich konnte nicht irgendwie, auch wenn du sagst, du zerdrückst sie, du steigst drauf, wenn sie am Boden ist, dann habe ich trotzdem die Angst, dass die, weil die einfach so schnell sind, dass die dann irgendwie weglaufen, beziehungsweise dann über meinen Fuß laufen und keine Ahnung, das ist irgendwie auch eklig. Und ich bin dann echt mal da gestanden, ein paar Minuten, habe überlegt, scheiße, was soll ich jetzt machen? Wieso habe ich die jetzt gesehen? Wenn ich sie nicht gesehen hätte, wäre es mir ja egal, aber ich habe die gesehen. Und sie auch immer so mit ihren Fühlen irgendwie, die hat wahrscheinlich genau das Gleiche gedacht. Ich habe dann noch so zu ihr gesagt, wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Und bin dann eben zurück ins Bett und habe sie einfach da gelassen. Und ja, dann war es aber vorbei mit Schlafen. Ich konnte dann einfach nicht mehr schlafen. Ich habe dann ständig irgendwie geguckt, am Boden, in Taschenlampe, am Telefon geleuchtet und voll bescheuert, ey. Und mein Rücken tut mir heute auch so weh, weil einfach diese Matratzen, also das sind ja nicht mal Matratzen, das sind einfach nur irgendwie so diese Schaumstoff-Dinger-Teile und die sind so unangenehm und eben du liegst ja schon direkt auf den Lattenrost und das sind auch nur Holzbretter und ich habe so Rückenschmerzen. Unglaublich. Aber ja, es ist günstig. Ich werde schon irgendwie überleben. Ich muss es überleben. Einfach mal mit Alkohol alles heute abdämpfen, dann wird das schon wieder. Nee, Quatsch. Ja, das wollte ich nur kurz anmerken. I can try if you let me with our lives. I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. Now I don't know what to say. I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin gerade zurück in mein Zimmer gekommen und ja, ich habe jetzt während der Feier habe ich jetzt nicht viel gefilmt, weil erstens war es sowieso zu dunkel, zweitens wollte ich einfach
den Moment erleben und nicht den Moment durch die Kamera erleben. Jetzt habe ich nicht so viel gefilmt und ja, ihr seht, wie ich aussehe. Es war recht lustig. Am Anfang kam eine Touristin, die hat eben Glitzer, also Goldglitzer mit, die hat sie dann für jeden ins Gesicht geschmiert. Irgendwann haben die Leute angefangen, dass sie einfach die restliche Weihnachtsdeko runtergerissen haben und haben sie einfach irgendwie jeden irgendwo draufgehängt. Einer hatte Kugeln an den Ohren und ja, darum das Glitzerteil hier. Und kurz vor Mitternacht kamen dann die Fijianer, ich weiß noch immer nicht, wie die heißen, und haben eben dann hier Puder überall ins Gesicht geschmiert. Und ja, so sehe ich jetzt aus und ich möchte mich jetzt einfach nur duschen gehen. Ich hoffe, ich bekomme das alles ab und mein Akku blinkt jetzt schon, also ich hoffe, der hält jetzt noch ein paar Sekunden durch. Wie gesagt, ja, nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen fürs nächste Jahr. Ciao!